Ich begrüße Sie sehr herzlich zu einer neuen Ausgabe von Unter den Linden. Nach den Landtagswahlen der letzten Wochen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen werden dort die ersten Weichen Richtung Koalitionen gestellt und der Wahlkampfmodus scheint beendet. Aber nach den Wahlen ist bekanntlich immer schon wieder vor den Wahlen und die Bundestagswahl wirft ihre Schatten voraus. Welche Themen werden diesen Wahlkampf bestimmen? Soziale Gerechtigkeit oder eher innere Sicherheit? Was mobilisiert den Wähler mehr? Konkrete Politik in Sachfragen oder das große Ganze? Das Thema Europa ist sehr abstrakt und eignet sich bisher eigentlich schlecht für Wahlkämpfe. Aber das ist inzwischen anders. Die Aufmerksamkeit für die Wahlen in den Niederlanden und erst recht in Frankreich haben bewiesen, die Zukunft Europas ist als politisches Thema im Zentrum der Menschen angekommen. Nach dem Brexit und dem Erstarken der EU-Kritiker war die Erleichterung über den Wahlsieg Emmanuel Macrons in Frankreich und in Deutschland groß. Aber über Europa reden reicht jetzt nicht mehr. In Europa muss gehandelt werden. Konkrete Forderungen zum Umbau der EU liegen auf dem Tisch. Und sie sind geeignet, den Bundestagswahlkampf zu prägen. Denn es geht ums Geld, ums deutsche Steuergeld. Darüber möchte ich heute sprechen. Zum einen mit Dietmar Bartsch, dem Fraktionsvorsitzenden der Partei Die Linke im Deutschen Bundestag. Und mit Professor Hans-Werner Sinn, langjähriger Präsident des IFO-Instituts und vor allen Dingen einer der gefragtesten Ökonomen Europas. Herzlich willkommen bei uns. Herr Professor Sinn, Sie haben neulich in einem Interview gesagt, dass welche Rolle Europa im Bundestagswahlkampf spielen sollte, dass das das zentrale Wahlkampfthema sein soll, vor allen Dingen angesichts der Agenda Macrons. Und wir sollten darauf eine deutsche Antwort formulieren, ohne dass wir jetzt schon auf die Forderungen von Macrons im Detail eingehen. Aber was würden Sie sagen? Eignen sich die Vorschläge für eine Reform Europas? Wir sind ja nun alle froh, dass es nicht Marine Le Pen wurde. Aber was Macron so alles fordert, ist schon weitgehend. Frankreich hängt ja in den Seilen. Das verarbeitende Gewerbe ist noch 12% unter dem Niveau von 2007 vor der Krise, vor 10 Jahren. Und man weiß nicht ein noch aus. Die Kunden Frankreichs in Südeuropa sind in Schwierigkeiten. Und jetzt fordert er ein großes Transferprogramm, um letztlich Steuermittel vom Norden in den Süden zu übertragen und auch Bonität zu übertragen, sodass die sich verschulden können, damit die Nachfrage nach französischen Waren gerettet bleibt. So sehe ich auf eine kurze Formel gebracht das, was er vorhat. Natürlich müssen wir in Europa vorangehen, aber es ist die Frage, ob wir in dieser Form vorangehen sollen. Es gibt ganz andere Themen. Herr Bartsch, gucken wir uns das doch mal an. Also die Kanzlerin ist ein bisschen abwartend, was die Vorschläge von Macron angeht. Die SPD sieht es mit Wohlwollen und auch mit Unterstützen. Die Linke hadert teilweise mit Macron. Das Ganze wirkt so ein bisschen zerstritten oder wie muss man es bewerten? Wenn Sie jetzt Kanzlerin, SPD und Linke, dann ist das zerstritten. Es gibt auch nicht die deutsche Lösung, es gibt sehr unterschiedliche Angebote. Fakt ist, dass neben dem Thema des sozialen Zusammenhalts in Deutschland das europäische Thema diese Bundestagswahl-Auseinandersetzung mitbestimmen wird. Und eines ist auch ganz klar, dass der bisherige Weg offensichtlich kein erfolgreicher war. Man muss sich ja nur die Ergebnisse anschauen. Herr Sinn hat über Frankreich gesprochen, aber man kann sich Europa anschauen. Wir haben das Erstarken rechtspopulistischer, teilweise faschistischer Parteien. Wir haben eine Jugendarbeitslosigkeit in den Südländern von über 50%, in Griechenland, in Spanien. Da wächst eine Generation der Hoffnungslosigkeit heran und die ökonomischen Ungleichgewichte werden immer größer. Deutschland partizipiert davon, aber das wird dauerhaft nicht gut gehen. Der Brexit ist ein Alarmzeichen. Die Wahl von Frau Le Pen, ein Drittel, wir finden das alle furchtbar, ist ein Alarmzeichen, weil das sagt etwas aus über Politik und deswegen muss man auch in Deutschland darüber streiten. Ich finde ja schon interessant, dass auf einmal Herr Macron in Deutschland nur noch Partner hat. Also die Kanzlerin umarmt ihn, Herr Gabriel fährt auf den Flughafen, Herr Schulz ist der beste Freund. Also man sonnt sich ein bisschen in der Jugendlichkeit. Ich habe allerdings so die Befürchtung, dass im Oktober diese Freundschaft vorbei sein wird. Denn das, was Emmanuel Macron fordert und das, was Herr Schäuble bisher gemacht hat, das widerspricht sich. Und da muss man drüber diskutieren, auch in Deutschland. Ich glaube, man muss auch ehrlich sein. Man muss ehrlich sein und
zunächst mal konstatieren, so weiter kann es nicht gehen, weil dann gefährden wir das große Projekt Europas. Und angesichts der Situation in den Vereinigten Staaten, wo ein wahnsinniger Präsident geworden ist, muss Europa stark sein. Es ist derzeit allerdings in desolatem Zustand. In diesem Ladenzustand, und Herr Bartsch hat es gerade schon angesprochen, Le Pen war durchaus die andere Kandidatin bei den Wahlen in Frankreich. Viele sagen jetzt, wenn wir die Chance mit Macron nicht nutzen, dann ist tatsächlich die nächste Wahl für Le Pen schon quasi entschieden. Sehen Sie das auch so? Das ist möglich. Allerdings weiß ich nicht, was Deutschland wirklich tun kann. Also um mit Geld das Problem Südeuropas zu lösen, ist es viel zu groß. So viel Geld gibt es gar nicht, beziehungsweise so viel Geld würden wir auch im extremsten Fall gar nicht auf den Tisch legen. Marine Le Pen bleibt in Wartestellung und wird versuchen, jedwede Schwäche von Macron und auch die Probleme der französischen Wirtschaft für sich auszunutzen. Und diese Probleme sind in der Tat gravierend. Die sind so gravierend, dass sie nicht mit ein paar Politikmaßnahmen beiseite geschoben werden können. Wir haben ein fundamentales Ungleichgewicht in der Eurozone. Das sollte man erkennen, das uns vor ein großes Dilemma stellt. Dieses Ungleichgewicht besteht darin, dass als der Euro eingeführt wurde, er die Zinsen, zu denen sich die südlichen Länder verschulden konnten, dramatisch gesenkt hat. Spanien, Italien, Portugal, 5 Prozentpunkte weniger. Und dann haben die sich verschuldet und haben die Löhne im Staatssektor vergrößert, haben gebaut, sodass die Löhne im Bau steigen konnten. Alles kreditfinanzierte Lohnerhöhungen, die weit über die Produktivitätszuwächse hinausgingen, und haben diese Länder überteuert, dramatisch überteuert. Während Deutschland mit seinen Preisen am Boden blieb, gingen dort die Preise in den Himmel. Und das hat die Wettbewerbsfähigkeit zerstört. Und jetzt weiß man nicht ein noch aus. Das ist das Problem. Schauen Sie, auch so etwas passiert, aber das drücke ich jetzt einfach mal weg. Genau. Sie waren bei der. Der sagt, so ist das nicht. Also. Ja, Herr Bartsch, ich würde gerne noch mal kurz auf das Interview eingehen. Ich würde gerne mal kurz auf das Interview eingehen, was Herr Sinn, was ich am Anfang schon zitiert habe. Denn Herr Sinn hat da ausgeführt, dass es einfach jetzt die Frage auch ist, in welchem Europa wir zukünftig leben wollen. Ja. Ist das eine Union, die sich als sozialistische Haftungsgemeinschaft versteht? Oder wollen wir eine partnerschaftliche Gemeinschaft? Und ist das eine von dem anderen überhaupt zu trennen? Ach, wissen Sie, sozialistisch wird ja hier negativ gemeint. Also ich würde das immer positiv interpretieren. Ich will aber noch mal wirklich auf das Grundlegende zurückkommen. In der Beschreibung ist ja zunächst erstmal bei der Beschreibung festzustellen, dass es so ist. Aber das hat eben damit zu tun, dass Deutschland einen extrem Niedriglohnsektor ausgebaut hat. Dass unsere Kosten so niedrig sind, dass wir diesen Exportüberschuss erringen konnten, das hat ja nicht mehr nur mit deutscher Innovationskunst und Ingenieurskunst zu tun, sondern mit einem ausgeweiteten Niedriglohnsektor. Und deswegen muss man natürlich an beide Seiten Fragen stellen. Und ich sage, wir haben grundsätzliche Fehler bei der Konstituierung Europas gemacht. Das hat die Linke damals, Euro so nicht, war unsere Forderung. Das hat damit zu tun, dass wir keine Sozialunion haben. Das hat damit zu tun, dass es keine Ausgleiche ursprünglich gegeben hat. Jetzt wird das über Hintertüren gemacht. Fakt ist, wir brauchen, was die Schulden betrifft, für Europa eine Lösung. Deswegen ist unsere Forderung seit langem, wir brauchen eine europäische Schuldenkonferenz, nicht so wie jetzt. Wir müssen mal bei Griechenland gucken, wir müssen da mal gucken. Diese Frage muss auf den Tisch und sie muss gelöst werden. Die EZB muss eine andere Politik machen. Das, was derzeit gemacht wird, immer mehr Geld in den Markt zu null Zinsen, ist der falsche Weg. Wir brauchen Investitionen in den Ländern. Da kann Europa viel mehr machen, und zwar in Frankreich, in Griechenland, in anderen Ländern. Sonst wird das schiefgehen. Am Ende des Tages brauchen wir natürlich eine Transferunion. Es ist anders, es ist überhaupt nicht denkbar, weil wir ansonsten das Europa zerstören. Das ist meine feste Überzeugung. Und da gibt es natürlich eine Vielzahl von Dingen. Derzeit ist es leider so, dass Europa an allen zentralen Fragen versagt. Wissen Sie, der Brexit hat nicht nur ökonomische Gründe. Das hat damit zu tun, dass in der Flüchtlingsfrage Europa völlig gescheitert ist. Ungarn, Polen, andere, die klingen sich völlig aus. Deutschland hat dort mehr Verantwortung als andere übernommen. Das geht so nicht. In der Finanzmarktkrise, die Banken wurden gerettet in Größenordnung, aber es gibt weiterhin keine Lösung. Wir haben einen in Frankreich, in Griechenland, in Deutschland teilweise obszönen Reichtum. Und das, da muss man rangehen und sagen, das wollen wir anders. Denn es ist nicht nur eine
finanzpolitische Frage und eine Frage des Euros. In den Vereinigten Staaten gibt es den Dollar. Und zwischen den einzelnen Bundesstaaten ist die ökonomische Leistungsfähigkeit deutlich unterschiedlich. Ja. Deutlich unterschiedlich. Und auch in der Bundesrepublik Deutschland, der Abstand zwischen Mecklenburg-Vorpommern und Bayern ist größer als der prozentual, als zwischen Deutschland und Griechenland. Also es muss ja offensichtlich möglich sein. Aber da ist natürlich das politische Bekenntnis ein Unterschied. Und da ist meine große Sorge. Ich habe die große Sorge, dass jetzt bei den Bundestagswahlen sehr populistisch über die Frage geredet wird, geben wir Geld an die Länder. Das ist gar nicht das Problem. Am Ende des Tages wird es eh darauf hinauslaufen, es ist nur die Frage, wann und wie. Es muss darum gehen, wie wollen wir Europa neu konstituieren, damit es ein Europa der Menschen wird. Denn das darf man nicht vergessen. Der Grundgedanke Europas war ein Gedanke, eine Friedensunion zu schaffen. Und wenn wir so weitermachen, wenn die Auseinandersetzungen so größer werden, gefährden wir genau das Projekt. Ich bin dagegen, dass wir das nur ökonomisch betrachten und feststellen, habe ich neulich gelesen, ja, Griechenland ist auf einem guten Weg. Na, ich glaube, ich höre nicht richtig. Man muss mal mit den Leuten dort reden, wie die Lage dort im Land ist. Es ist eine Katastrophe und zwar dadurch, dass Griechenland zwar demokratisch entscheidet, aber Deutschland festlegt, was zu machen ist. Herr Bartsch, Sie haben quasi schon alle Themen jetzt einmal erwähnt, aber sortieren wir mal ein bisschen oder gucken wir mal so ein bisschen nochmal. Neu konstituieren, hat Herr Bartsch gesagt, müsste sich Europa nach den Bundestagswahlen, müssten wir einfach neu nochmal drauf schauen. Es ist jetzt ein Reizthema, wieder überall zu lesen, ist das Thema Eurobonds. Wie hat Macron das in seinen Forderungen für Europa gemeint? Wird es welche geben und wer wird dafür zahlen müssen? Ja, er ist ja ein bisschen zurückgerudert bei der Pressekonferenz, indem er gesagt hat, Eurobonds anstelle der Altschulden will er nicht. Aber was er natürlich will, sind Eurobonds für neue Schulden. Und er will ein europäisches Budget, er will einen Finanzminister, er will ein eigenes Parlament für die Eurozone und er will eine eigene EU-Steuer, wo also die EU zugreifen kann in den einzelnen Ländern nach eigenem Ermessen mit ihrer Steuer. Wie sinnvoll ist das denn, ein eigenes EU-Parlament zu haben, also ein Europarlament zu haben? So. Ja, also ich finde das sehr problematisch, weil für meine Begriffe der Versuch, den Euro zu verdichten zu mehr Staatlichkeit, Europa auch teilen kann. Denn man muss ja bedenken, viele Länder sind ja gar nicht im Euro, die in der EU sind. Nicht? Jetzt ist England schon abgespalten, die sind ganz raus aus der EU. Aber im Norden, Dänemark, Schweden sind nicht im Euro. Im Osten, Polen, die Tschechische Republik, Ungarn, auch Rumänien, Bulgarien sind nicht im Euro. Und wenn wir jetzt den Euro hier verdichten zu einer Art von Staat, dann ziehen wir eine Trennlinie um Deutschland herum im Norden und im Osten und spalten Europa. Donald Tusk, wenn ich das noch sagen darf, Donald Tusk, der Ratspräsident, der polnische Ratspräsident, der jetzt gegen die Wünsche der eigenen Regierung ja noch mal wiedergewählt wurde, hat dazu gesagt, das Europa der zwei Geschwindigkeiten, was man hier vorhat, ist im Grunde das, was wir schon hatten bis 1989. Das brauchen wir nicht noch einmal. Wie würden Sie das sehen mit einem Europarlament? Ist es tatsächlich so, dass wir dann sozusagen ein gespaltenes Europa haben oder ein Europa, das parallel fährt an gewissen Stellen? Na gut, die Gefahr ist natürlich da. Das hängt ja immer davon ab, wie man das gestaltet. Aber ich bin schon der Auffassung, dass wir zunächst mal eine europäische Wirtschaftspolitik brauchen. Ich finde das wirklich zentral. Denn solange es so ist... Und das heißt auch einen Minister entsprechend? Also am Ende des Tages einen europäischen Wirtschaftsminister kann ich mir sehr gut vorstellen. Und wenn es dann wirklich eine finanzpolitische Verlagerung gibt, das sehe ich deshalb als schwierig an, weil ich glaube, da in Deutschland Mehrheiten nahezu nicht zu erringen sind. Also als ehemaliger Haushaltspolitiker habe ich sowieso eine gewisse Sorge, diese wirklich, naja, die höchste Form letztlich, die das Parlament hat, nämlich wirklich das Budgetrecht, das abzugeben, ist ein Problem. Aber letztlich muss man auch darüber reden, das finde ich aber ist ein Endpunkt. Ich glaube, dass man vorher wirklich darüber nachdenken muss, ob die europäischen Verträge, wie sie denn jetzt sind, die ja einiges ausschließen, ob das wirklich so weitergehen kann. Denn am Ende bleibt eins, wenn wir nicht strukturpolitisch Ländern auch Unterstützung geben, und zwar im Investitionsbereich. Wir haben immer von einem Marshallplan für Griechenland gesprochen. In Frankreich ist die Situation ja nicht so anders. Im Moment wird sehr wenig über Italien geredet. Da sind die Probleme aber mit am größten. Und ich sage Ihnen eins, wenn noch ein weiteres Land nach Großbritannien aus dem Euro rausgeht,
dann wird die Union in dieser Form nicht mehr existieren. Und das ist die Schlüsselfrage. Da würde ich gerne bei Herrn Sinn auch noch mal nachfragen. Sie haben ja gerade gesagt, dass Sie es für problematisch halten, durchaus, wenn dort parallel jetzt noch mal ein Europarlament ist. Aber ist es nicht trotzdem erforderlich, dass gerade die Euro-Länder sich viel stärker zusammenstellen und vielleicht sogar einen eigenen Minister auch haben? Ja, die müssen natürlich zusammen, aber nicht speziell die Euro-Länder, sondern die EU-Länder müssen zusammenhalten. Ich würde ja den Schwerpunkt im Militärischen setzen und bei einer Sicherheitspartnerschaft, um auf die Grundidee zurückzukommen, die die Väter Europas hatten nach dem Kriege. Aber was Griechenland betrifft, Sie haben es gerade erwähnt, Marshallplan. Griechenland hat Mittel bekommen von der Europäischen Zentralbank und von den Rettungsschirmen, die kommen gleich, etwa 36 Marshallpläne. Das sind nämlich 180% des Bruttoinlandsproduktes. Wofür? Moment, dieses Geld wurde zu einem Drittel verwendet, um die Banken zu retten, die investiert hatten in Griechenland. Zu einem Drittel wurde es verwendet für den griechischen Lebensstandard und zu einem Drittel wurde es perverserweise verwendet, um Investitionen im Ausland zu finanzieren, was die Griechen in einem riesigen Umfang getan haben. Selbst hier in Berlin haben griechische Wohnungsbaugesellschaften Objekte gekauft. Das muss man sich mal vorstellen und haben die Preise hochgetrieben. Das Land schwimmte ja in öffentlichen Mitteln, die gewährt wurden. Also so geht das nicht, sondern es geht Europa nur auf der Basis eines Haftungsprinzips. Jeder muss mit seinem eigenen Geld auskommen. Wir können keine Transferunion machen. 40% der Bevölkerung der Eurozone wohnen in Krisenländern. Sollen die anderen 60 die 40 bezahlen? Und ist Frankreich auch noch ein Krisenland? Dann hätten wir ja 60% der Bevölkerung, die von 40 bezahlt werden müssen. Das ist völlig unmöglich. Und es kommt hinzu, dass die Länder, die die Gelder empfangen, dann ja auch permanent in ihrer Arbeitslosigkeit gehalten werden. Nochmal, das Hauptproblem ist, sie kamen durch die Kreditblase auf ein zu hohes Preisniveau. Es gab also eine dynamische Entwicklung mit explodierenden Preisen und Löhnen. Und jetzt können sie nicht mehr abwerten, weil sie im Euro sind und sind nicht wettbewerbsfähig. Sollen wir diese fehlende Wettbewerbsfähigkeit durch Transfers vom Norden finanzieren? Wenn wir das tun, dann bleiben sie immer so teuer, wie sie sind. Ja? Und sie kommen nie auf den grünen Zweig. Wir haben also was sollten Sie denn tun? Ich glaube, wir brauchen eine atmende Währungsunion, wo auch Länder austreten können. Herr Schäuble hatte ja im Jahr 2015 mit Griechenland diesen Vorschlag entwickelt. 15 europäische Finanzminister waren auf seiner Seite. Man wollte Griechenland den Weg zum Austritt ebnen. Und Varoufakis, der griechische Finanzminister, hatte ja auch schon einen Geheimplan für den Austritt aus dem Euro entwickelt. Der wurde dann nur später von höherer Warte, nämlich Merkel und Hollande, abgeblockt. Sie mussten drin bleiben, es gab wieder Geld. Aber die Lösung geht nicht. Wir können nicht Länder, die im Euro wettbewerblich nicht zurechtkommen, mit dem Geld anderer Staaten dauerhaft durchfinanzieren. Es wird viel zu teuer und es führt dazu, dass diese Länder eben ihre Wettbewerbsfähigkeit nie verlieren. Griechenland hat heute Lohnkosten, die sind pro Stunde doppelt so hoch wie in Polen. Das Land kommt ja auf einer Liste möglicher Standorte in Europa für Investoren überhaupt nicht mehr vor. Ja, die machen einen großen Bogen drumherum. Das ist der Weg, der überhaupt nicht geht. Und so viel Geld gibt es nicht auf der Welt, um die südeuropäischen Länder durchzufinanzieren, während sie nicht wettbewerbsfähig sind. Das müssen sie schaffen, die Wettbewerbsfähigkeit zu erreichen und notfalls durch den Austritt. Den Euro zu stilisieren zu einem Ziel an sich, halte ich für falsch. Ich bin nicht dafür auszutreten, dass wir das Ganze auflösen. Wir sollen ihn halten. Aber an den Rändern sollten wir Austritte ermöglichen. Und das ist besser, als diese Länder zu finanzieren. Eine atmende Währungsunion. An den Rändern, das ist das Kaputtmachen des Euros. Und das war ja nochmal ein Plädoyer für den Grexit. Der Grexit ist aus guten Gründen. Das heißt, Sie glauben, wenn jemand an den Rändern, wie Herr Sinn sagte, austritt, dann ist der Euro passé? Griechenland wollte nicht austreten. Und außerdem ist das überhaupt nicht vorgesehen. Aber das können wir alles lassen. Ich glaube, dass eines stimmt, Griechenland hat unter der konservativen Regierung das Land wirklich an den Abgrund gebracht. Und zwar genau dadurch. Es sind Wahlgeschenke finanziert worden im öffentlichen Dienst an anderen Stellen. Und da wurden die beiden Parteien, die Christdemokraten und die Sozialdemokraten, immer wieder gewählt, bis das System kaputt gegangen ist. Das ist wahr. Ein Ergebnis ist dann die Wahl von Tsipras gewesen. Aber was nicht stimmt, die Auflagen und das Geld, was dahin geflossen ist, da wird das Gros wird dazu bedient, Staatsschulden.
dass Staatsschulden wirklich immer wieder umzuschichten. Und Fakt ist, dass Griechenland jetzt für seine riesen Schulden günstige Zinsen hat. Das ist wahr, es ist umgeschuldet worden, die sind nach hinten geschoben worden, das ist alles wahr, die stehen im Moment auf dem Papier. Da wird es, obwohl ja Herr Schäuble andere gesagt haben, man wird nie über die Altschulden reden, da wird es eine Vereinbarung geben, da bin ich ganz sicher. Fakt ist, es wird ohne Investitionen in dem Land, in Griechenland, in anderen Südländern keinen Aufschwung geben. Die bisherigen sogenannten Reformen haben zu einer Verarmung der Bevölkerung geführt. Und ein Grexit hätte dieses noch mal verschärft. Das mag ja ökonomisch vielleicht Sinn machen, aber es ist real so, dass das Land in eine Katastrophe gekommen wäre. Schon jetzt war es ja so, dass es dort Unruhen in Griechenland gegeben hat. Man muss sich das nur angucken, wie das dort mit Flüchtlingen war. Das ist der falsche Weg, weil der mag vielleicht ökonomisch am Reißbrett gut sein. Für die Menschen ist es das auf keinen Fall. Deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass man aus dem, was Herr Draghi jetzt zinsfrei an Geld in den Markt pumpt, wenn man das wirklich für Investitionen, damit Attraktion erhöht wird. Ich will mal ein Beispiel sagen. Es ist doch völlig irre, dass wir in Deutschland also bei der Solarenergie ziemlich weit vorne sind. Wenn ich mich recht entsinne, scheint in Griechenland mehr die Sonne. Da gibt es fast null. Es muss doch vielleicht eine Attraktion geben, dort zu investieren. Es gibt andere Punkte, aber dafür wird dort privatisiert. Die Häfen werden verscherbelt, die Flughäfen werden verscherbelt. Und am Ende wird dieses Land nicht besser, sondern schlechter dastehen. Ich hätte mir gewünscht, dass man dann mal wirklich in Griechenland, wie in anderen Ländern, das Ungleichgewicht, indem man bei den Vermögenden mal eingreift, indem man Griechenland erlässt, dass es diese ganzen wahnsinnigen Rüstungsprojekte, Griechenland hat als einziges Land einen Militäretat von über 2%. Das sind alles Verträge, die früher gemacht worden sind. Hätte man nur sagen können, nee, wollen wir nicht mehr, das ist im Sinne von Griechenland. Aber nein, das sind im Wesentlichen ja auch deutsche Firmen, also werden die ordentlich gekauft, das Militärzeug. Das sind die Fehler. Man muss umsteuern, das ist wahr. Aber wenn man dahin orientiert, dass der Euro oder dass Länder aus dem Euro austreten können, und hier war es kein Austritt, hier sollte ein Exempel statuiert werden. Weder Alexis Tsipras noch die Regierung, der sogenannte Geheimplan von Varoufakis, wäre der gewesen, wenn man weiter gepresst hätte und sie keine Chance gehabt hätten. Aber das ist anders gelaufen, die wollten das nicht. Und aus welchem Grund sollten sie austreten, damit die Bevölkerung noch weiter verarmt? Das kann nur der falsche Weg sein. Aber richtig ist eins, wir brauchen grundlegende Reformen. Und das heißt nun mal für Europa eine Wirtschaftspolitik, die ermöglicht, Ausgleiche zu schaffen. Das heißt, eine Sozialpolitik zu realisieren, die Attraktion erhöht. Das ist der Weg. Das ist aber nicht kurzfristig machbar. Das ist auch nicht über, klar, also die Theorie kenne ich ja, das ist ja auch nicht irgendwie weder besonders links noch besonders rechts noch sonst irgendwas, auszutreten, Abwertungsmöglichkeiten zu haben. Das ist über Jahre in den Südländern früher gelaufen, aber auch nicht nur mit positiven Ergebnissen. Da könnte man noch darüber streiten, warum ist Griechenland überhaupt in die Union gekommen und. Ja, das vergossene Milch, das vergossene darüber Milch. Haben wir oft heute gesprochen, heute ja. Muss es darum gehen, wenn man Europa zusammenhalten will, muss man das Bekenntnis dazu haben, eine korrigierte Politik der EZB haben. Wir brauchen eine gemeinsame Wirtschaftspolitik und man muss finanzpolitisch neu agieren, nicht unter dem Diktat von Merkel und Schäuble, denn das hat Europa in die Situation gegeben. Darum geht es im Übrigen bei der Bundestagswahl, denn nicht Herr Macron entscheidet. Da muss ich aber jetzt mal nochmal... Können wir nochmal ganz genau, kurz... Ganz kurz nochmal dazu. Also, wenn das wirklich so schlecht wäre für Griechenland, dann frage ich mich, warum Varoufakis dem Kabinett am Abend nach dem Referendum, die hatten ja dieses Programm der Länder, der Troika da abgelehnt, dem Kabinett vorgeschlagen hat, auszutreten. Er hat es ja ausgelehnt, das Kabinett hat es dann nicht akzeptiert und Varoufakis ist dann zurückgetreten. Aber Sie können doch Varoufakis nicht unterstellen, dass er etwas vorgeschlagen hat, was schlecht gewesen wäre für die griechische Bevölkerung. Im Gegenteil wäre es sehr gut gewesen, weil der Austritt und die Abwertung dem Land die Chance gegeben hätte, wieder wettbewerbsfähig zu werden. Die Drachme, die sie dann bekommen hätten, wenn Varoufakis sich durchgesetzt hätte, hätte abgewertet, sagen wir mal auf die Hälfte. Die Importpreise wären aufs Doppelte gestiegen. Das hätte Probleme geschaffen. Man hätte auch helfen müssen bei sensiblen Importen seitens der EU. Aber der Vorteil wäre gewesen, die Leute hätten nicht mehr die Importwaren so stark gekauft, sondern wären zu ihren eigenen Herstellern gegangen. Die Griechen kaufen ja Tomaten in Holland, sie kaufen Olivenöl in Deutschland. Das ist absurd. Sie hätten dann wären dann zu ihren Bauern gegangen und hätten die Sachen dort gekauft. Und die Bauern hätten wieder Leute eingestellt. Vielleicht wäre auch die alte Baumwollindustrie, die mal stark war in Griechenland und durch den Euro kaputt gemacht wurde, wieder hochgekommen. Also es hätte
eine wirtschaftliche Belebung gegeben. Und im Übrigen wären die reichen Griechen, die ihr Geld im Ausland in Sicherheit gebracht haben, zum Teil zurückgekehrt, hätten Immobilien gekauft, hätten sie renoviert, es hätte einen Bauboom gegeben. Und diese beiden Effekte ziehen. Das IFO-Institut, dem ich ja vorstand, hatte eine Studie gemacht mit 71 Ländern, die in der Nachkriegszeit eine Wettbewerbsprobleme und Probleme des Staatskonkurses hatten und die dann abwerteten. Und es zeigte sich, dass in fast allen Fällen nach ein, zwei Jahren diese Abwertung zu einem starken Wirtschaftsaufschwung geführt hat. Nur so lassen sich Jobs für die jungen Menschen schaffen. Die Transfers, die wir geben, die gehen an die Rentner, nichts gegen die Rentner, aber die schaffen keine Jobs für junge Leute. Wir haben also fast 50% Jugendarbeitslosigkeit in Griechenland. Dieser Weg versündigt sich an einer ganzen Generation von Griechen. Ich würde gerne noch mal kurz... Ich muss mal in einem widersprechen, weil, wissen Sie, ich sage das noch mal, es mag ja sein, dass man bei einer ökonomischen Betrachtung dahin kommen kann, Abwertung kann zu Wirtschaftsaufschwung führen. Das will ich überhaupt nicht leugnen. Nur eins ist definitiv, Sie hätten damit für die Menschen, die jetzt schon da sind, noch mal einen Abschwung organisiert und nichts anderes. Und Sie haben ja recht, das war Herr Varoufakis. Es gab in der Regierung niemanden, im Übrigen bei allen anderen Parteien gab es auch niemanden oder kaum jemanden, der gesagt hat, wir sind jetzt für einen Brexit. Das ist nicht im griechischen Interesse, weil es die Menschen in Größenordnung trifft. Sie haben einen zentralen Punkt angesprochen. Warum ist das eigentlich so? Und da hätte man lange eingreifen müssen, dass die wahnsinnig reichen Griechen eben nicht die Gelegenheit haben, weiterhin so zu agieren. Eingegriffen worden ist im öffentlichen Dienst bei den Rentnerinnen und Rentnern, dass es denen so gut geht. Die haben mehrfach jetzt ein weiteres Mal Rentenkürzungen mitmachen müssen, was natürlich teilweise eine Katastrophe ist. Aber ja, vergessen Sie nicht, Griechenland hat das höchste Rentenniveau, hat immer noch, nach den OECD-Statistiken, und das kritisiert ja die Weltbank, das höchste Rentenniveau relativ zum Bruttoinlandsprodukt pro Kopf. Ja, zum Bruttoinlandsprodukt, das ist ja, auch katastrophal eingebrochen. Wissen Sie, wenn das Bruttoinlandsprodukt um 50% einbricht und dann auf einmal sagt, jetzt sind die Renten aber prozentual hoch. Von den deutschen Steuerzahlern? Nein, aber wenn man, wenn man dafür sorgt, dass wirklich die Industrie so einbricht, und das ist mit der Politik passiert, wie ist denn das real? Diese Hilfen haben dazu geführt, dass das Inlandsprodukt zusammengebrochen ist. Das ist bei der Hälfte der Leistungsfähigkeit und die Schulden sind verdoppelt. Aber doch nicht die Hilfen, nein, jetzt verdrehen Sie. Realität. Nein. Ist es so? Ist das Inlandsprodukt auf die Hälfte gesunken? Ja. Das Inlandsprodukt ist gesunken, aber es ist nicht auf die Hälfte. Zum Ausgangspunkt? Nein, nicht auf die Hälfte. Nein, aber es ist gesunken, können wir uns darauf einigen. Und warum ist es gesunken? Es ist gesunken. Und die Verschuldung ist hochgegangen. Ja, und zwar vor dem Ausbruch der Krise, vor 2008, dem Lehman-Event. Da hat Griechenland sich dramatisch verschuldet. Man muss bedenken, bevor Griechenland in den Euro kam, haben die Zinsen von 25% gezahlt. Das ist ja eine horrende Summe. Und dann kamen sie in den Euro rein und mussten auf einmal nur noch die deutschen Zinsen zahlen, die damals bei 5% waren. Dann haben sie sich verschuldet. Das war so schön. Erstens hat der Staat auf die vorhandenen Schulden sehr viel Geld gespart. Sie hätten die Steuern senken können und hätten immer noch einen Plus gehabt. Und zweitens war es so verlockend, dieses Geld zu nehmen. Man hat sich verschuldet und hat den Staatssektor aufgebläht. Man hat Stellen geschaffen. Das war ein großer Fehler gewesen. Haben die Konservativen unmöglich regiert. Ich würde da gerne noch mal eingreifen, Herr Sinn, weil wir ganz am Anfang... Das hat eben das Land zu teuer gemacht. Richtig. Das hat die ganze... Darf ich mal ganz kurz eingreifen? Das ist doch der Punkt. Aber der Weg daraus kann doch nicht sein, dass andere Länder nun mit Geld die fehlende Wettbewerbsfähigkeit kompensieren. Darum geht es ja. Aber andere Länder machen die Wettbewerbsfähigkeit noch mehr kaputt, das ist doch der Punkt, der jetzt passiert. Indem Sie die Gelder geben. Ich würde gerne einen Schritt weiter. Wenn ich die Gelder gebe, halte ich die Löhne auf einem Niveau, das überhaupt der Wirtschaftsleistung des Landes nicht entspricht, und ich werde nie mehr wettbewerbsfähig. Das ist doch der Punkt. Gesenkt worden, meine Herren, bitte. Wir sind ja jetzt an einem Punkt, wo wir eigentlich über die Vergangenheit, ich würde gerne über die Zukunft reden, nämlich darüber, welche Reformen notwendig sind. Wenn man sieht, was die Schrödersche Reformpolitik in Deutschland erreicht hat, die Agenda 2010, müsste man sich jetzt überlegen, wenn man Macron sieht, sind das ganz ähnliche Vorschläge? Sind die Vorschläge gut? Und was können sie in Europa erreichen? Ja, also Macron, für meine Begriffe, will zu Hause nicht viel machen. Da hat er nichts gesagt. Er will an die 35-Stunden-Woche nicht ran. Er will das Renteneintrittsalter nicht ändern. Er will also Geld von anderen Ländern
Auf diese Weise will er seine Wirtschaft auf Schwung bringen. Dann frage ich mal umgekehrt, wenn er solche Einschnitte, wie wir ja in der Agenda 2010 hier in Deutschland auch hatten, durchführen würde in Frankreich, wohin würde das denn führen? Ja, das wäre jedenfalls ein Weg, der funktioniert. Man muss ja nun sagen, die Agenda 2010 hat die deutsche Arbeitslosenquote, jedenfalls nach der EU-Messmethode, von 12% auf 4% reduziert. Bedenken wir vor 12 Jahren, als das beschlossen wurde, 13 Jahren, da waren wir bei 12% Arbeitslosenquote. Das ist mehr, als die Italiener und die Franzosen heute haben. Deutschland hatte jahrelang das niedrigste Wirtschaftswachstum gehabt aller europäischen Länder. Da trug also jemand die rote Laterne durch das Parlament, um zu zeigen, wir sind der Schlusslicht. Sie konnten die Grenze am Ural ziehen. Es gab kein Land, das so langsam wuchs wie Deutschland. Und dann kam die Agenda. Die Agenda hat uns einen Niedriglohnsektor geschaffen, in dem der Staat weniger Geld fürs Wegbleiben zahlte und mehr fürs Mitmachen. Das ist der Kern der Schröderschen Reform. Also konkret wurde die Arbeitslosenhilfe für Millionen von Leuten gestrichen und die Leute wurden runtergestuft auf die Sozialhilfe. Es war sehr hart für die Betroffenen, keine Frage. Gleichzeitig wurde ein Lohnzuschusselement eingeführt in Form des Hartz-IV-Tarifes. Man kann ja heute arbeiten und kriegt trotzdem noch Hartz-IV dazu. Das war ja vorher nicht so. Vorher gab es ein reines Aufstockungssystem. Einige, die das nicht verstehen, nennen das immer noch so heute. Aber das ist heute total anders. Sie kriegen einen echten Lohnzuschuss, der Sie in der Summe aus dem Arbeitseinkommen und dem, was Sie über Hartz-IV bekommen, über den Sockelbetrag von Hartz-IV hinaushebt. Und dadurch, dass es weniger Geld fürs Wegbleiben vom Staat und mehr fürs Mitmachen gab, hat sich der Mindestlohn, zu dem man bereit war, einen Job anzunehmen, gesenkt. Es war kein gesetzlicher, aber ein impliziter Mindestlohn. Richtig. Und dadurch wurden Geschäftsmodelle plötzlich rentabel, die sonst nicht rentabel gewesen wären. Es gab sehr viel mehr Jobs. Keine tollen, wie gesagt, aber Jobs. Und in der Summe haben die Leute mehr Einkommen, als wenn man diese Regelung nicht getroffen hätte. Zwar haben sich die Löhne ausgespreizt nach unten, aber die Lohnzuschüsse treten ja hinzu. Und die Nettoeinkommensverteilung, die die fiskalischen Effekte des Staates mit berücksichtigt, hat sich seit Schröder nicht ins Ungleiche bewegt, sondern blieb stabil. Und gleichzeitig diese Jobs. Und Jobs sind eine Integration der Menschen in die Berufswelt. Sie sind nicht mehr ausgegrenzt. Ihre Kinder lernen auch, dass man da sinnvoll tätig sein kann. Es ist eine, auch in soziologischer Hinsicht und politischer Hinsicht würde ich mal sagen, der bessere Weg, eine inklusive Gesellschaft zu schaffen, statt diese Ausgrenzungsgesellschaft durch einen Sozialstaat, der das Nichtstun findet, letztlich prämiert. Würde ich gerne bei Herrn Bartschreck nachfragen, diese Reformen, würden die für Europa, für die einzelnen Länder in Europa auch so greifen wie hier? Ich glaube, Herr Sinn hat eben sehr anschaulich das, was real geschehen ist, geschildert. Das stimmt. Ich würde folgende Gegenthesen vertreten. Die erste ist, wird Macron Ähnliches tun, dann tritt das ein, was Sie vorhin gesagt haben. Frau Le Pen wird bei der nächsten Präsidentschaftswahl gewinnen. Ich glaube, das ist der falsche Weg, weil Herr Zinn hat ja genau. Er könnte also solche Reformen in Frankreich niemals durchführen. Er kann sie machen, aber das wird dazu führen, dass rechts ganz stark wird. Deswegen ist ja meine Hoffnung, wir haben ja noch Parlamentswahlen in Frankreich, dass nicht das eintritt, was sich im Moment was droht, dass Herr Macron, die Konservativen und die Rechtsextreme dort das Parlament bestimmen. Ich wünsche mir dort eine starke Linke, damit der andere Weg, nicht der, den Herrn Sinn geschildert hat, eintritt. Denn alles, was Sie sagen, ist so korrekt. Der Lohnbereich, die Löhne sind nach unten geöffnet worden. Wir haben zwar immer noch fast 3 Millionen Arbeitslose immer noch, aber es ist deutlich weniger, da haben Sie völlig recht, aber im Kern im Niedriglohnbereich. Das führt dazu zu den Problemen, die wir im Lande auch haben. Wir haben heute Kinderarmut, über 2 Millionen sind davon bedroht. Gerade heute früh zahlen über 500.000 Kinder, leben seit mehr als 4 Jahren im Hartz-IV-Bereich. Ein Skandal in dem reichen Land. 4 Jahre hat die Große Koalition hier regiert, hat dort nichts getan. Diese Öffnung nach unten ist ein großes Problem und hat Zuschüsse bekommen. Nein, Kinderarmut wäre ein Skandal. Aber wenn Hartz-IV-Bereich als Definition des Skandals zu nehmen, ist doch absurd. Hartz-IV ist ein Zuschusssystem. Der Sozialstaat hilft den Leuten, während sie arbeiten und gibt ihnen noch was dazu, sodass sie nicht von ihrer Hände Arbeit alleine leben müssen, sondern 2 Einkommen haben. Wo liegt denn hier der Skandal? Sie skandalisieren etwas, was eigentlich im Zentrum der Schröderschen Reformen liegt und die Wirkung begründet. Richtig, Sie haben völlig recht.
dass im Zentrum der Schröderschen Reform das im Ergebnis ist heute so ist, dass Deutschland 120 Milliardäre hat, 1,2 Millionen Vermögensmillionäre und hat Kinder in Armut. Und 500.000 Kinder, die im Hartz-IV-Bereich seit 4 Jahren arbeiten. Wir haben 30.000 wohl obdachlose Kinder. Das ist alles in dem reichen Deutschland. Da ist etwas schräg. Warum ist das denn noch mal schlimm? Jetzt erläutern Sie es mir. Warum ist es schlimm, wenn die Leute über Hartz-IV-Zuschüsse kriegen? Warum ist das schlimm? Wir sind hier sehr in einer sehr deutschen Debatte, Herr Bartsch. Ich würde gerne mal auf Frankreich schauen. Ich gehe zu Frankreich. Nee, ich finde das nicht akzeptabel, wenn Leute Milliardäre leistungslos sind aus Vererbung und auf der anderen Seite müssen Kinder auf der Straße leben. Das ist was schräg im Land. Das kann man normal finden. Ich finde es nicht normal. Nein, jetzt aber zu Frankreich. Dass jemand auf der Straße lebt, finde ich auch nicht normal. Davon ist nicht die Rede. Verdrehen zu Frankreich. Also ich glaube nochmal, dass ein solcher Weg dazu führen würde, dass die Rechtsfrau Le Pen gestärkt wird. Deswegen ist es der falsche Weg. Er würde ja genau dasselbe machen. Er würde den Versuch machen, im Niedriglohnbereich etwas zu öffnen. Das würde die Konkurrenzlage für Deutschland zwar erschweren, aber ich glaube genau, das Gegenteil ist der Fall. Wir müssen in Deutschland dafür sorgen, dass Löhne steigen, dass der Niedriglohnsektor ernsthaft bekämpft wird. Das ist der Punkt. Damit tun wir mehr für Frankreich und auch für Griechenland, wenn bei uns das Lohnniveau steigt, wenn die Exportindustrie eben nicht mehr, dass Deutschland zum Beispiel im Bereich von Nahrungsmitteln jetzt ein großer Exporteur ist. Sie haben das ja für holländische Tomaten geschildert. Das gibt es ja bei anderen Dingen auch. Dass Deutschland Milch exportiert, dass wir Hähnchenschenkel exportieren, nicht nur nach Europa, sondern auch nach Afrika. Das ist ein Problem. Und das hat mit dem möglichen Niedriglohnsektor zu tun. Ich bin der festen Überzeugung, das wird es nicht sein. Nicht nach unten Öffnung, sondern wir müssen für Ausgleich, für Balance sorgen. In Europa, in den einzelnen Ländern. Und da muss man an die obszönen Reichtümer ran und man muss einen Ausgleich zwischen den Ländern schaffen. Alles andere ist eine Illusion, weil es ansonsten letztlich zu einem zum Wettbewerb und zur Konkurrenz zwischen Ländern und Regionen führt, wo immer Verlierer dabei sind. Ist das möglich, Herr Sinn, diesen Ausgleich in Europa herzustellen? Glauben Sie, dass das funktionieren kann? Also ich glaube, wir sollten, wenn wir europäische Integration vorantreiben wollen, was wir sollten, bin ein überzeugter Europäer, schauen in andere Länder und kopieren, was funktioniert hat. Da habe ich zwei Beispiele vor Augen. Das eine ist die Schweiz und das andere ist die Vereinigten Staaten von Amerika. Beides sind föderale Systeme mit sehr viel Autonomie für die unteren Gebietskörperschaften, die Kantone oder die Staaten. Gleichzeitig haben sie einen Zentralstaat. Und wenn wir mal historisch schauen, wie diese Staatengebilde entstanden sind, so sind sie zunächst als militärische Sicherheitsbündnisse entstanden. Das hat die Staatlichkeit begründet. Und dann allmählich im Laufe der Jahrhunderte, kann man schon fast sagen, oder der vielen Jahrzehnte jedenfalls, kam das Fiskalische hinterher mit gemeinsamen Aufgaben. Aber es gibt in beiden Ländern nicht viel Umverteilung zwischen den Regionen. Es ist sogar so, wenn wir auf das Thema Eurobond zurückkehren, die Amerikaner haben ja in ihrer Anfangsphase das mal probiert mit Amerika-Bonds, wenn sie so wollen. Ja. Ja, also Alexander Hamilton, der erste Finanzminister, hat 1791 die Schulden der Einzelstaaten vergemeinschaftet und zu Bundesschulden gemacht, weil er gesagt hat, das ist jetzt Zement für den neuen amerikanischen Staat. Und dann wurde 1813 im Zweiten Krieg gegen die Briten nochmal sozialisiert. Die Folge war, dass die Staaten dachten, das ist ja prima, verschulden kann man sich und die Schuldenlast liegt beim Zentralstaat. Dann haben sie Geld aufgenommen, um Straßen, Brücken, Kanäle zu bauen. Es gab einen riesigen Wirtschaftsaufschwung in dem Land, der wurde aber zu einer Blase und die Blase platzte. Von 1837 bis 1842 sind 9 von 29 amerikanischen Staaten in Konkurs gegangen, formal. Und die anderen konnten ihnen gar nicht helfen, weil sie auch belastet waren. Und der britische Historiker, britisch-amerikanische Historiker Harry James aus Princeton zieht eine Linie von 1842 auf 1861, als der Sezessionskrieg begann. Denn nichts als Streit und Hass war entstanden durch die fehlgeschlagene Schuldenunion. Natürlich waren es in erster Linie die Sklavenprobleme, aber er sagt, diese ungelöste Schuldenfrage trug bei zu den Spannungen, die sich entluden im Bürgerkrieg. Und
Erst nach dem Bürgerkrieg haben die Amerikaner ihr System gekriegt wie heute. Das heißt, ein No-Bailout-System, was wir ja auch dann in den Maastrichter Vertrag eingeschrieben haben. Das heißt, wenn ein Staat pleite ist, ist er pleite. Und es hilft ihm nicht der Steuerzahler eines anderen Staates. Er muss selber mit den Gläubigern zurechtkommen. Und die Gläubiger, die ihm das Geld leihen, ja, die müssen wissen, was sie tun. Die müssen wissen, dass sie es vielleicht nicht wiederkriegen. Und wenn sie das wissen, geben sie von vornherein nicht zu viel und es kann keine Blase entstehen. Das ist das Konstruktionsprinzip. Und das ist in der Schweiz genau dasselbe. Wenn ein Kanton pleite geht, hilft kein anderer Kanton. Und deswegen sind die Geldgeber des Kantons sehr vorsichtig bei der Kreditvergabe und verlangen auch, wenn der sich überschuldet, höhere Zinsen. Dieses würde man alles aufgeben, wenn wir jetzt in Eurobonds gehen. Das führt dazu, dass die Zinsaufschläge nicht mehr da sind. Die Gläubiger sind bereit, den windigsten Staat zu finanzieren. Der verschuldet sich angesichts der niedrigen Zinsen. Und das macht jeder so. Wir gehen in eine Schuldenunion und zum Schluss endet das Ganze in einem riesen Kladderadatsch. Das ist im Moment eine gewisse Erleichterung, weil die Finanzmärkte happy sind, dass sie ihr Geld wiederkriegen. Ja, komischerweise haben wir ja hier eine Allianz zwischen der Wall Street und der City of London auf der einen Seite und so manchen sozialdemokratischen Vorstellungen an der Stelle, was mich immer wundert. Herr Sinn, ich würde gerne wir sollten eher ein Haftungssystem haben, was ökonomischen Grundprinzipien genügt und dann kann man auch eine solide Föderation gestalten. Ich würde gerne einen Punkt, Herr Bartsch, ich würde gerne einen Punkt aufgreifen, denn Herr Sinn hat gesagt, dass man die Europäische Union einigen könnte, zum Beispiel durch eine gemeinsame Verteidigungspolitik, weil das sozusagen ein einendes Element wäre. Würden Sie dem zustimmen? Naja, wissen Sie, ich bin ja ein Gegner von überhaupt von Militärbündnissen und dem ganzen militärischen Engagement, weil ich schon glaube, dass das, was auch von Europa dort gemacht worden ist, zu den Krisen, die wir haben, mit beigetragen hat. Denn es ist so, wer weiterhin, und das macht die Europäische Union, Deutschland auch, Waffen in alle Welt exportiert, das ist ja auch ein Teil eines Militärbündnisses, der organisiert auch, dass Menschen kommen. Und das ist derzeit die Situation, dass wir in 13 Mandaten im Ausland sind, Deutschland, dass wir drittgrößter Waffenexporteur sind und dass die EU hier da eine zentralere Rolle einnimmt. Dass Europa leider in den zentralen Krisenregionen keine Rolle spielt, das ist ein Problem. Also man muss sich ja nur Syrien angucken. Da haben letztlich die Vereinigten Staaten und Russland miteinander geredet und gesagt, jetzt hören wir auf dort an der Stelle. Dann hat Herr Trump in Abstimmung mit Moskau dort einfach mal ohne irgendein Mandat bombardiert. Europa schaut dort nur zu. Ich würde mir wünschen, dass wir außenpolitisch deutlich stärker sind. Dass wir mehr tun, um die Krisen der Welt zu bewältigen. Aber ohne eine gemeinsame Verteidigungspolitik? Eine gemeinsame Verteidigungspolitik gibt es doch jetzt real auch schon. Also es gibt extreme Austausche und Ähnliches. Aber das muss man nicht primär nehmen. Ich glaube, das ist auch wieder so eine klassisch deutsche Diskussion. Über das 2%-Ziel wird so engagiert diskutiert. Und ich sage, das ist einer der größten Fehler. Seit Jahrzehnten gibt es das 0,7%-Ziel bei der Entwicklungspolitik. Und wir sind mit unseren 0,44 weit davon weg. Da frage ich mich, wieso ist dort nicht mehr Engagement? Da muss ich ja sogar Herrn Müller, CSU, loben, der in der Entwicklungspolitik sich immer engagiert und sagt, hier muss mehr passieren, damit wir vor Ort Probleme lösen. Das wäre völlig richtig, aber da ist außer Worten auch nicht viel. Also ich glaube, dass der Weg über gemeinsame Verteidigungsstrukturen, wer bedroht eigentlich Europa? Wo sind eigentlich die Länder, die uns so heftig angreifen? Da wird immer irgendwas von Putin erzählt. Ich glaube, dass es absurd ist. Kein Russe will Krieg. Diese Diskussion sollten wir mal dahin führen, dass man gemeinsam daran baut, was mal Ziel war, ein europäisches Haus. Militär ist da nicht der richtige Weg. Würde ganz gerne. Wir sind quasi fertig mit der Sendung. Und ich würde gerne noch eine ganz kurze Schlussfrage stellen, mit der Bitte um eine kurze Antwort. Würden Sie sagen, Europa steht im Moment wirklich am Scheideweg? Ja, es steht wieder mal am Scheideweg. Aber es gibt nicht nur zwei Wege. Es gibt nicht nur den Weg von Macron und das Verderben. Es gibt auch noch einen rationalen Zwischenweg. Es gibt noch einen rationalen Weg und das ist der linke Weg. Europa ist in der größten Krise, die es je gegeben hat. Brexit, Rechtsextremismus, Jugendarbeitslosigkeit sind Symptome. Und wenn wir so weitermachen, noch 4 Jahre mit dem Diktat von Merkel und Schäuble, wird Europa scheitern. Das muss ich jetzt wohl als Schlusswort nehmen, Herr Bartsch. Das haben Sie sehr geschickt gemacht. Ich bedanke mich sehr herzlich für diese Diskussion und bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen fürs Zuschauen.